Beste Grüße aus dem Sommerstudio, denn da verbinden wir Nützliches mit einer ganzen Menge Spaß. Wir gehen auf Entdeckungsreise und finden Dinge, die man finden möchte, die man vielleicht verloren hat oder wo man speziell nach auf der Suche ist und verbinden damit, wie gesagt, eine ganze Menge Spaß für die gesamte Familie mit Metalldetektoren. Und zwei verschiedene Varianten dürfen wir Ihnen heute hier vorstellen. Ja, und wir entdecken mit diesen Varianten entweder verloren gegangene Gegenstände oder wir entdecken sogar ein ganz neues Hobby. Hier unser Grundmodell, das, glaube ich, an Einfachheit zu bedienen nicht zu übertreffen ist, wird ganz einfach batteriebetrieben, hält auch ganz, ganz lange. Also da muss ich nicht lange überlegen oder warte oder Angst haben, dass da irgendwann mal die Batterie leer geht. Die hält wirklich lang. Teleskoprohr, genau auf meine Körpergröße abgestimmt. Und das hier ist der Metalldetektor. Und den lasse ich jetzt einfach in einem Parallelwinkel zum Fußboden, so 5 cm über den Boden kreisen. Und schon finde ich Metall. Und zwar, wenn ich will, Edelmetalle, aber auch Blech, also Eisen oder ähnliches, Kronkorken. Aber das kann ich hier regulieren, indem ich sage, ich suche jetzt wirklich nur Edelmetalle. Aber die Anwendung, die gefällt mir unglaublich einfach. Eingeschaltet, einmal kalibriert, das habe ich vorhin gemacht. Jetzt hören wir so einen ganz leichten Ton. Ja? Und das ist schon mal hervorragend. Und jetzt fahre ich hier mal über den Boden und achte darauf, ob sich das irgendwo verändert. Hier, merkst du jetzt, ist kein Ton mehr. Achtung, hier gehen wir nochmal. Hier ist ein leiser Ton. Hier ist keiner mehr. Jetzt bitte ich dich, hier mal zu graben. Und ich habe gleichzeitig aber auch zu dem akustischen Hinweis, habe ich einen optischen Hinweis. Hier werde ich ihn gleich zeigen. Aha, Schlüssel verloren. Den hätten wir im Sand nie wieder gefunden. Jetzt habe ich ihn gefunden. So, jetzt gehen wir aber mal weiter und suchen mal hier im Sand. Und jetzt Achtung, jetzt wirst du gleich hören. Merkst du das? Wesentlich lauter. Achtung, leise. Gehen wir noch mal drüber. Hier, ist ganz laut. Deutlich lauter. Da bitte, genau, das ist ja wie eine Zielscheibe. Bitte noch mal graben. Und das ist jetzt... Wow, Schätze, das macht ja Spaß. Ja, und das ist jetzt Edelmetall. Das ist nämlich Edelstahl, könnte aber auch Gold oder Silber sein. Und das ist jetzt erstens mal akustisch finden. Aber gleichzeitig werde ich optisch unterstützt. Und dazu möchte ich Ihnen die Anzeige zeigen. Und jetzt schauen wir mal auf diese Anzeige hier. Und wenn wir da sehen, die linke, Moment, ich muss ihn so halten. Sobald es nach links geht, ich nehme jetzt noch mal den Autoschlüssel, also Blech oder Eisen. Schauen Sie, Ausschlag ganz links. Ja, jetzt wieder weg, geht er wieder mehr in die Mitte. Ton ist weg, links. Jetzt gehen wir aber zu Edelmetall. Das in dem Fall ist Edelstahl. Achtung, was jetzt passiert. Haben Sie es gesehen? Ganz in die andere Richtung. Das und der Ton wird lauter. Deutlich zu sehen. Das heißt, wenn ich hier mal Goldmünzen finde irgendwo, dann sehen wir das am Ton, da hören wir das am Ton, also bei allen Edelmetallen. Und natürlich dann auch sehen wir es auf dieser Skala. Die Lautstärke ist einzustellen. Ich kann die auch komplett ausschalten, weil ich einen Kopfhöreranschluss habe. Und dann reagiere ich noch viel, viel besser auf die Töne. Den Untergrund, der kann ja auch unterschiedlich sein. Und das kann ich auch hier regulieren. Ist alles bestens in der Bedienungsanleitung beschrieben. Und du siehst es jetzt, hier haben wir jetzt keine Veränderung mehr, weder lauter noch leiser. Das heißt, hier im ganzen Gebiet ist jetzt nichts mehr. Das ändert sich gleich wieder. Ich werfe meine Uhr noch mal hin, damit Sie das sehen. Jetzt ist sie natürlich sichtbar, aber Sie wissen, wie leicht ein Ring oder eine Kette im Sand verloren geht. Und sofort wird es lauter und zeigt es mir sofort an. Ja, und zwar genau über der Uhr. Jetzt sehen wir das auch. Ich bin genau drüber. Sobald ich weggehe, verändert sich das wieder. Ich finde es also punktgenau. Und dieser Detektor, ich mache ihn jetzt mal aus, Dankeschön, der wirkt jetzt bis zu einer Bodentiefe von 12 cm. Das kann also ein ganz schönes Stück unter der Erdoberfläche sein. Und das muss jetzt kein Sand sein, das kann auch Muttererde sein. Das könnte im hohen Gras verlorene Gegenstände, die man da suchen kann. Da kann man auch ohne Probleme drüber. Oder, was ich auch gelesen habe, das fand ich ganz interessant, da wäre ich nie drauf gekommen, für die Damen mal schon einen teuren Ring in einem Flocati verloren oder einen Ohrringstecker. Ja, aus Gold. Ganz und der sicher. Fliegt runter und der ist im Flocati, den findest du nie wieder. Damit kannst du auch deinen Flocati zu Hause untersuchen. Darf ich mal? Ja, natürlich, gerne. Also, ist ja auch super leicht, ne? Richtig. Und ich erkläre es dir nochmal, jetzt brauchen wir es nur hier einschalten. Du kannst hier auch die Lautstärke regulieren. So, gehen wir jetzt mal so auf die Grund. Und jetzt darfst du mal suchen. Achtung, was möchtest du? Komm, wir suchen nochmal die Edelstahluhr. Also Edelmetall, ja? Achtung, und sobald du drüber bist, genau, siehst du jetzt da. Da haben wir es. Moment, du musst ein bisschen weiter rüber und drüber, genau. Und dann
Ja. Genau, da erfindet es. Und ich sehe den Ausschlag auch. Und das ist eine enorme, das ist wirklich ein tolles Hobby, sowas zu finden. Bitte, wenn Sie natürlich hier jetzt irgendwelche archäologisch wichtigen Gegenstände finden, nicht bunkern, sondern melden Sie das. Und ich bin mir sicher, da wird man ganz stolz sein, wenn man so etwas findet. Aber auch verlorene Gegenstände werden gefunden. Super und vor allem super leicht. Also ich muss es wirklich sagen, das ist super einfach zu bedienen und es macht natürlich auch Spaß und es weckt auch so den kleinen Agenten, ihnen mal nachzuschauen, das vielleicht auch gemeinsam mit der Familie einfach mal rauszugehen, ist schon eine schöne Sache. Vor allem für 51,25 Euro. Das ist ja ein Spitzenpreis, den Sie heute hier bekommen. Mit der Bestellnummer NX5021 und der 569 hören Sie nicht nur akustisch, sondern sehen auch, wenn sich etwas im Gefüge hier irgendwo befinden sollte. Genau. Jetzt schalten wir den mal wieder aus und jetzt kommen wir zum Profigerät. Wer sagt, das Anfängergerät ist zwar schön und gut, aber wenn, dann will ich gleich professionell einsteigen, dann ist das richtige Gerät. Wir sehen auch schon mal wesentlich umfangreicher in der Ausstattung. Hier, übrigens hier alle Bedienelemente stehen auf dem Kopf. Warum? Nicht, weil Sie einen Handstand machen müssen, weil Sie halten ja den Detektor so und haben dann hier Sicht drauf, auf die Bedienungselemente. Also für Sie ist es richtig. So, einmal eingeschaltet, werden wir jetzt gleich mal Testtöne hören. Du hörst gleich mal drei verschiedene. Das heißt, er unterscheidet schon mal zwischen Blech, zwischen normalem Eisen und zwischen Edelmetall nur durch den Ton. Jetzt kalibrieren wir das Ganze und dann kann ich auch einen Modus einstellen. Ich kann bis in die tiefen Gründe von 25 cm messen. Ich kann aber auch nur einfach in der Oberfläche. Ich kann das automatisch einstellen auf die Obergründe und ich habe verschiedene Modi. Und wenn ich jetzt ein Metallstück finde, das ist auch noch wichtig, zeigt er mir hier im LCD-Display auch die Tiefe an, wo er dieses Produkt findet. Genau. Und über den Modus könnten wir jetzt wieder suchen. Guck mal, und da sagt er mir jetzt gerade gar nichts an. Und wenn ich jetzt wieder die Edelstahluhr hinlege, dann ist das natürlich perfekt. Aber das ist für mich das absolute Profigerät. Alle Untergründe werden automatisch angepasst. 25 cm Tiefe. Er zeigt mir an, wie tief mein Objekt kommt. Und hier habe ich ein Diskriminationslevel, das ich einstellen kann. Das kommt von Diskriminieren, von Trennen. Und da kannst du sagen, zum Beispiel, du reagierst jetzt mal bei Blech oder bei Kronkorken oder bei Eisen gar nicht. Interessiert mich nicht. Mich interessieren nur die Edelmetalle. Gold, Silber, Platin und natürlich auch Edelstahl in dem Fall. Und dann sortiert er das aus. Dann reagiert er gar nicht mehr bei normalen Metall, sondern nur noch bei Edelmetall. Aber ich glaube, ich würde die Option drin lassen, weil es auch mal interessant ist, so einen rostigen Nagel von 1738 auszugraben, oder? Ralf möchte rostige Nagel ausgraben. Was wollen Sie ausgraben? Edelmetalle und Co. Und das Schöne ist, dass Sie hier, wie Ralf gesagt hat, auf 25 cm Tiefe schauen können und vor allem auch gleich sehen, wie tief sich hier der Gegenstand, den Sie suchen und finden, natürlich auch befindet, was selbstverständlich dann auch das Ausbuddeln deutlich erleichtert. 161,45 Euro, das Profimodell, versandkostenfrei mit der Bestellnummer NX5030 und der 569. Ralf, die UVP sagt 250 Euro, das ist normaler Preis, oder? Ja, und das ist es auch wert, weil allein, wir sehen die Anzeige, jetzt kalibriert er sich wieder, das müssen Sie auch einmal kurz machen, kalibrieren, aber das steht genau beschrieben und Sie sehen, er lädt hier alles auf, ist unglaublich einfach, die Einstellmöglichkeiten auch hier am Display, gehen wir nur mal über den Modus und ändern dann, sobald er eingestellt ist. Ja, und da sehen wir jetzt auch, er sucht schon Metall und zeigt es dann auch optisch an, aber Sie sehen, das ist ein absolutes Profigerät, welches wir hier haben. Und du hast schon mal Blut geleckt, oder? Ja, ich finde es super cool und ich glaube, dass man einfach mit der gesamten Familie auch mal so auf Entdeckerkurs gehen kann, dass man Schatzsuchen startet oder dass man sich einen Tag am See vielleicht auch einfach mal versüßt und gegebenenfalls auch ein neues Hobby findet. Entweder entscheiden Sie sich jetzt hier für die günstige Einstiegsvariante für 51 Euro und ein paar zerquetschte oder Sie sagen, nee, das Profimodell. Ich will ja wissen, wie tief ich auch buddeln und graben muss. Ich möchte, dass alles automatisch geschieht und das noch bis 25 cm Tiefe, dann beim zweiten Modell zugreifen. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrem neuen Hobby und wir sind gespannt, was Sie so alles finden. Lassen Sie uns das wissen. Wir machen jetzt mal auch weiter.